Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei einer erneuten Runde online. Yeah, wir haben es ja letztes Mal geschafft, auf 2200 aufzusteigen, auch wenn die letzte Episode etwas mit Fails geprägt war, aber gut. Lassen wir das mal so stehen. Wir nehmen heute mal... Boah, ich mag die Ausgeglichenen irgendwie. Ich weiß, dass die mir auf der ersten Position jetzt nicht so viele Vorteile geben, aber generell halt einfach ausgeglichen sind. Und da man im Online-Kampf niemals weiß, auf was für Statistiken man sich verlassen muss und so, ihr wisst schon. Tut mir leid, ich möchte nicht leidig mit jemandem im Raum sein. Da fühle ich mich unwohl. Tut mir leid, lieber jemand, der da gerade dabei war. Das war sowieso, glaube ich, keiner von meiner Freundesliste, wenn ich mich nicht irre, weil das wäre ein bisschen zu schnell gewesen. Die wissen ja nicht mal, dass ich zocke. Komme ich da auch noch mit irgendjemanden rein? Ja, offenbar. Ich weiß nicht, wie viele das sind und ich warte mal. Das meine ich. Ich krieg bei global nie wirklich viele Spieler. Dann gehen wir halt regional. What the heck? So. Bam. Ich kenne auch mittlerweile... Oder sagen wir es mal so, seit gestern Gaming Clerks Video weiß ich jetzt nochmal kleine Kleinigkeit, die aber... Das braucht man gar nicht zu laden hier. Ich glaube, ich cutte gleich. Es ist gerade ziemlich schlecht mit dem Matchmaking. Was wollte ich sagen? Ah ja, eine kleine Kleinigkeit, wie man nochmal etwas mehr... Etwa ein paar kleine Sekunden, nee, nicht Sekunden, Millisekunden rausholen kann. Aber... Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich weiß nur, wie man es macht. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie viel es tatsächlich bringt. Es fühlt sich nicht danach an, als ob es irgendwas bringen würde. Mal schauen. Na gut. Gegen Jesus? What the heck? Spielt denn heute keiner Mario Kart mehr? Das ist ja echt übel. Egal. Wir sehen uns dann in-game, nachdem ich jetzt hier schon 2 Minuten laber, ohne ein Match zu finden. Ah, so. Endlich habe ich hier mal... einen Raum gefunden. Das hat ewig gedauert. Okay. Der hat einen ähnlichen Mii wie ich. Egal. Und der rechte Mii, da verstört mich leicht. Aber na gut. Das tun einige der Mies. Man kann da schon sehr komische Kreationen machen. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ja. Endlich mal einen Raum gefunden, der einigermaßen viele Leute hat. Das ist, wow. 5 Minuten, um ein Match zu finden. Das ist nicht so gut. Ich musste jetzt zum Schluss doch wieder auf global wechseln und dann ging's, aber eigentlich, also ich hatte vorhin schon ein paar Mal global versucht und da habe ich nichts gefunden, also war wohl kompletter Zufall. So, Map eingeblendet, Map schön platziert, mal schauen, wie ich so sonntags morgens 12 Uhr in Deutschland abschneide. Hi Andy, na was geht? Ich zieh mal kurz hier an dir vorbei. Ich möchte hier ja einen guten Eindruck hinterlassen für meine liebe Community. Ich denke mal, ich schaffe das bisher ganz gut. Bam, bam, bam. Hopp. Und hopp. Und was ich euch eigentlich sagen wollte mit dem kleinen Trick. Und zwar kann man, wenn man rot ist, wenn man roten Boost macht und dann hopst, dann verlängert sich die Boostdauer. Aber wie gesagt... Ich habe nicht das Gefühl, dass es arg viel wäre. Und selbst wenn es arg viel wäre, ist es... Naja. Eher lame, irgendwie. Also weiß nicht, ich würde so nicht unbedingt die ganze Zeit überspielen wollen. Selbst wenn es ein Muss ist, um gut in Zeitfahren und so zu sein. Aber im Online-Play brauche ich es bisher jetzt nicht, um Erster zu sein. Wie ihr gerade seht. Jupp. Nur das hier noch mit. Und ich weiß sowieso, wow. Hinter mir kommt gerade jemand verdammt schnell angetrottelt. Das gefällt mir nicht. Wie ist denn die so schnell? So. Einfach mal ein bisschen Firehopping betreiben. Ich weiß nicht, ob es Firehopping heißt übrigens. Das, den Namen mache ich mir gerade selber im Kopf aus, aber ich glaube, so ähnlich hieß es. Falls jemand von euch mehr darüber weiß, in welchen Situationen es besonders nützlich ist oder so Zeug halt, wie immer in die Kommentare. Ich weiß erstmal nur, dass es gibt. Und gibt bedeutet natürlich noch nicht viel. Und das war jetzt ein leicht verdienter Sieg, wow.
Also die Peach, der Sven da, der kam mir ein bisschen nah, aber ansonsten, also, ja, war doch eine ganz gemütliche Runde da in dem, wow, 2222, cool. Was wollte ich sagen? Ja, in der Runde kann ich mich ein bisschen hochfarmen. Egal. Komm, nächste Runde. Bitte gehen nicht alle raus. Bitte gehen nicht alle raus. Sieht nicht danach aus. Sieht sogar danach aus, als ob ein Spieler dazugekommen wäre. Jiha! Zwei Spieler. Wir sind zu 12. Das ist super. Da macht's am meisten Fun. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, es gibt diesmal übrigens auch verschiedene Bedingungen, unter denen man aus dem Spiel rausfliegt als Anti-Cheat und so. Man kann zum Beispiel nicht rückwärts fahren im Rennen, man kann nicht einfach stehen bleiben. Ja, und man kann nicht einfach Münzen farmen. Das sind so die drei Dinge, die einen Disconnect verursachen. Einen Fehler in der Datenübertragung. Wow. Da hätten die Programmierer auch sich was Besseres ausdenken können. Eine ordentliche Fehlerbeschreibung ist eigentlich das A und O eines jeden Programmes. Von dem her. Aber gut, was soll's. Man muss auch immer sehen, Spieleprogrammierer. Nein. Gone. Ich brauche deine Energie. Spieleprogrammierer sind öfters mal unter Zeitdruck. Das ist so manchmal. Ist es da schon ein bisschen mehr okay, Dinge zu tun, die sonst eigentlich generell nicht so okay wären. Naja, okay ist es trotzdem nicht, aber man kann es manchmal verstehen, dass zum Beispiel da keine Zeit mehr für eine ordentliche Fehlerbeschreibung oder sowas war. Verstehe ich zwar nicht unbedingt, aber naja. Hui. Meine Banane ging da gerade sehr schnell wieder weg, oder? Bam, bam, bam. So. Ich versuche übrigens solche Wandfahrpassagen wirklich zu vermeiden, weil ich da echt schlecht, oder keine Ahnung, ich habe da noch nicht hundertprozentig das Gefühl der Kontrolle. Kann sein, dass das nur ich bin. Nope. Aua. Come on. Du musst die treffen. Oh, na gut. Wenigstens ihr Dings hier weggekriegt. Ah, shit. Come on. Die wird natürlich. Nein, die holt sich sogar nicht beide. Und das war ein Fail und ich komme trotzdem nicht an ihr vorbei. What the heck? Don't give me that crap. Oh. Das gefällt mir nicht. Jetzt kurz vor. Nein, nicht kurz vor Schluss. Okay, ich habe nur eine ganze Runde. Mein Kabel von der. Ach, ihr wisst schon, von dem Controller-Dingens da. Aua. Ja, toll. Elfter. Really? Don't like this. So, siebter. Ah. Echt, wenn man da einmal rauskommt, hat man echt wenig Chancen. Außer man holt sich Items, Items, Items. Mal hier, um meinen ersten Platz, meinen geklauten ersten Platz zu rächen. Yami no Segi. So. Dark Justice. Wie es jemand anders hier in der Community ja auch gerne macht. Krieg ich das noch hin? Mit einem kleinen bisschen Boost vielleicht? Okay. Da komme ich nicht so weit. Aber naja. What the heck? Das war jetzt ein bisschen fies. Von erster hier auf weiß ich wie viel da. Das achter. Das regt mich jetzt ein bisschen auf, so ganz leicht, so total, keine Ahnung, überhaupt nicht, passt schon. So, machen wir mal hier den Sonnenflughafen und dann werde ich mich hier wieder revanchieren. Bum, bum, bam. Und, come on, alle sollen wieder dabei sein. Scheint auch so, als ob jeder dabei wäre. Wir warten noch auf einen, yes, sehr schön. Wow. Der Avatar von dem Mii rechts unten von den Auswahldingern sieht echt mies aus, ohne Augen und ohne Mund. Okay. Wir spielen gegen Leute aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hamburg und Bayern. Gone aus Bayern. Ein paar aus Japan. Das ist schön. Ich liebe das, einfach so gegen die ganze Welt zu spielen in einem Match.
Und der Netcode ist diesmal ja auch deutlich besser als in jedem anderen Mario Kart. Nicht unbedingt gut oder so. Thank you, ich hätte gerne ein Item mehr. So, dich lasse ich mal dich sein. Beinahe. No! Items! Please give me some. Ja, da braucht man auch einen Pilz, um die Abkürzung zu nehmen. Ich habe so selten Pilze, ich kann euch die Abkürzung manchmal gar nicht zeigen, aber... so langsam werden die Duelle auch ordentlich spannend, auch für euch so. Wenn ich so im Mittelfeld bin, ist, schätze ich mal, sehr viel besser, als wenn ich die ganze Zeit nur Erster bin. Oh, verdammt. Irgendwas hätte ich da treffen sollen, habe ich so das Gefühl, aber gut. Ah, dann kann man selbst hier am Rand entlang fahren. Und man sollte übrigens vermeiden, in den Kurven ein, ihr wisst schon was, oh, really? Hier, Windschatten, das war das Wort, das ich gesucht habe und das war failig. Das hätte nicht passieren dürfen. Give me something good. Das ist echt nicht so leicht. Gon ist runtergeflogen. Der gerade eben auch noch ziemlich weit vorne war. Ah, sechster Mensch. Ich krieg bei diesen Leuten hier gerade nicht das hin, was ich eigentlich haben wollte. Okay. Das gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Werd mal deine roten Panzer los, damit man dich wieder überholen kann. Das dauert viel zu lang. Ah. Please. Okay, ich habe hier ein bisschen für Chaos gesorgt. Damit ist meine Pflicht aber noch nicht getan, leider. I need more items. Wow. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sonderlich schlecht fahre, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie sonderlich gut fahren und trotzdem bin ich so weit hinten. I don't know. Ich weiß nicht, was ich fühle gerade. So. Hör, bin ich jetzt zumindest mal Fünfter. Das ist besser als vorher. Problem ist, es ist nicht annähernd das Niveau, was ich eigentlich gerne hätte. Ach. Fahren die natürlich. Ja, natürlich fahre ich einfach noch so vorbei. Oh Mann. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Heute mal eine etwas kürzere Mario Kart Folge, weil ich das ja schon am Sonntag aufnehme und dass er heute drankommen möchte, deswegen würde ich sagen, war es das dann auch soweit. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls es dir gefallen hat, abonnieren, ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao Leute!